Wisst ihr, die 6. Staffel von My Little Pony hat angefangen. Ich habe die Serie eine Weile lang nicht mehr gesehen und dachte mir, hey, du könntest doch mal die ersten paar Folgen gucken. Aber nein, nein, weil ich die Angewohnheit habe, in ein Koma zu verfallen und dann monatelang nichts hochzuladen, möchte ich versuchen, zumindest alle 2 Wochen irgendwas hochzuladen. Also stelle ich die Ponys hinten an und gucke, was für ein Video ich machen kann. Also ist es eins von diesen Videos. Die Menschlichkeit des Menschen. In der heutigen aufgeklärten Gesellschaft legt der Mensch sehr viel Wert auf die Menschlichkeit des Menschen. Nummer 1. Was zur Hölle meinst du mit Menschlichkeit? Nummer 2. Können andere Sachen als Menschen Menschlichkeit haben oder bist du einfach nur redundant, weil Kartoffeln? Und drittens, was hat das mit Sünde zu tun? Die meisten Menschen unterscheiden zwischen 2 Arten von Menschen. Das sind zum einen die guten Menschen, die Menschlichkeit zeigen, und die bösen Menschen, die unmenschlich sind. Also benutzt du den Begriff Menschlichkeit als einen einfachen Platzhalter für die Konzepte von Gut und Böse. Unnötig, aber von mir aus. In der heutigen Zeit gibt es ein Zitat, was dem Menschen regelrecht in den Köpfen eingezimmert worden ist. Und dieser lautet, im Herzen sind wir doch alle gut. Okay, es gibt natürlich so Ausnahmen wie Hitler und Stalin und sonstige Diktatoren, die natürlich Böses getan haben, aber im Grunde sind wir im Herzen doch alle gut. Also einige Menschen haben ganz toll böse Sachen getan, darum sind alle Menschen von Grund auf schlecht und das ist wegen Fallobst. Darauf willst du doch hinaus, oder? Naja, wer das glaubt, oder besser gesagt glauben will, der wird spätestens dann mit der Realität konfrontiert werden, wenn er mit der Menschlichkeit des Menschen konfrontiert wird. Thomas, du kannst den Kuchen nicht aufessen und gleichzeitig behalten wollen. Entweder benutzt du Menschlichkeit als ein grundlegendes moralisches Konzept, oder es ist ein höheres metaphysisches Konzept und dann kann man der Menschlichkeit des Menschen begegnen. Wenn gute Menschen und schlechte Menschen einfach nur eine Einteilung im moralischen Sinne sind, macht es keinen Sinn, der Menschlichkeit zu begegnen, weil die Menschlichkeit in dem Sinne nicht existiert. Das wäre so wie zu sagen, du begegnest dem Voltmesser. Der Voltmesser ist nicht Teil des Stroms. Der Voltmesser ist ein Instrument zum Messen des Stroms. Sei es mit seiner eigenen, beziehungsweise die der anderen. Du kannst... Oh! Mach einfach weiter. Aber schauen wir uns doch einfach mal die Menschlichkeit des Menschen etwas genauer an. Die positiven Merkmale der Menschlichkeit des Menschen sind... Aber das... Also, ganz ruhig, Niki, komm runter. Okay, Thomas, so wie du es hier aufstellst, ist die Menschlichkeit des Menschen, was zum Fick auch immer das sein mag, eindeutig ein höheres metaphysisches Konzept, das positive und negative Eigenschaften ausweisen kann. Es ist also nicht, wie du vorher gesagt hast, einfach nur ein moralisches Level von gute Menschen, böse Menschen. Kannst du diese Sachen bitte vorher aufschreiben und einmal durchdenken? Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Hat die Menschlichkeit des Menschen ein Trademark von Hasbro oder was ist hier los? Dem gegenüberstehen Selbstsucht, Feindseligkeit, Streitsucht, Eifersucht, Wutausbrüche, Intrigen, Neid, Lügen, Morden, Habgier, sexuelle Ausschweifungen, sexuelle Unzucht, Untreue, Hass, Gleichgültigkeit, Stehlen. Man könnte die Negativliste über die Menschlichkeit des Menschen weiterführen, aber wie man hier sieht, passt es auf dem Bildschirm leider nicht hin. Erstens, man könnte die positive Liste auch weiterführen. Zweitens, einige von den Sachen auf der Liste kannst du problemlos streichen. Und drittens hast du sehr, sehr, sehr viel schwarzen Platz auf dem Bildschirm. Aber das alles mal beiseite. Also sind die Sachen gut, die sozialen Interaktionen zuträglich sind und die Sachen negativ, die sozialen Interaktionen abträglich sind. Und Menschen sind eine soziale Spezies. Glaubst du, das könnte irgendwie zusammenhängen? Obwohl, mir fällt noch etwas ein, etwas sehr Wichtiges. Was sagte Otto Walkes am Ende seiner Show immer wieder? Aber einen habe ich noch! Ja, aber einen habe ich noch. Und das ist die Toleranz. Also die Toleranz, die dafür sorgt, dass wir friedlich zusammenleben und miteinander freundlich umgehen und dass jeder seine Meinung äußern darf, die ist negativ. Das heißt, Intoleranz, also das Gegenteil von Toleranz, wäre positiv. Du weißt schon, das Ding, aus dem Hass, Mord und Selbstsucht entstehen.
Merkst du, wie dein kleines Konstrukt zerfällt oder bist du zu blöd und dogmatisch dafür? Ups, jetzt würde natürlich jeder die Frage stellen, wie kommst du eigentlich auf den Gedanken, dass die Toleranz ein negativer Bestandteil der Menschlichkeit des Menschen ist? Ja, ich glaube, sowas in die Richtung habe ich gerade eben erwähnt. Schauen wir uns doch einmal die Positivmerkmale an. Benötigt man dafür die Toleranz? Ja, Thomas, Friede basiert auf Toleranz. Und zu einem gewissen Grad basieren auch Liebe, Freundschaft und Freundlichkeit auf Toleranz. Der Grund, warum wir keine Banden von Nazis haben, die Ausländer schlachtend durch die Gegend fahren, ist Toleranz gegenüber Ausländern. Merkst du es mittlerweile oder hast du einen Hirnschaden? Wohl eher nicht. Stupid! You're so stupid! Aber was auf der Negativseite ist, schon. Willst du kolossaler Flachwichser die Behauptung irgendwie begründen? Wie führt meine Toleranz deines Gelabers dazu, dass ich dich umbringe? Wie führt meine Toleranz deines Gelabers dazu, dass... Fuck it. Mach weiter. Wir sind fast durch. Darüber hinaus hat die Toleranz sehr viel mit Gleichgültigkeit zu tun. Denn wer Toleranz zeigt, drückt damit Folgendes aus. Jeder kann machen, was er will, solange er mich in Ruhe lässt. What in God's holy name are you blathering about? Gott, bist du dämlich. Toleranz besagt, dass wir das Recht haben, unser Leben so zu leben, wie wir es für richtig halten. Und dass niemand uns das verbieten kann, solange wir damit niemanden schädigen. Im Gegenzug haben wir die Pflicht zu akzeptieren, dass andere Menschen ihr Leben so leben wollen, wie sie möchten. Um das Ganze an Beispielen festzumachen, ich bin tolerant. Ich mag dir erzählen, dass du ein dämlicher Flachwichser bist, aber ich nehme dir nicht das Recht weg zu sprechen. Der IS ist nicht tolerant. Ihm ist egal, was für Rechte du hast. Wenn dem IS nicht gefällt, was du sagst oder welche Comics du zeichnest oder was auch immer, werden sie dich umbringen. Wenn du also gerne eine Welt möchtest, in der du umgebracht werden kannst, weil irgendjemandem deine Fresse nicht passt, dann sei bitte für Intoleranz. Ansonsten wake the fuck up. Mehr drückt man mit der Toleranz in dieser Gesellschaft nicht aus. Toleranz ist nichts anderes als nur eine andere Form der Gleichgültigkeit. Wer im Glauben ist, dass Toleranz irgendetwas mit Nächstenliebe und Respekt zu anderen Menschen zu tun hat, der macht sich nur etwas vor. Und das ist so, weil du das sagst. Also haltet die Fresse und glaubt es gefälligst. Wenn man sich die positiven Eigenschaften der Menschlichkeit des Menschen im Gesamten betrachtet und diese dann mit der Menschlichkeit des Menschen dieser Welt vergleicht, dann kann man nur zu einem Ergebnis kommen, dass dieser Mensch mit dieser Eigenschaft im Gesamtpaket nicht existiert. Gratulation, Thomas. Du bist die christlich-konservative Variante von Anita Sarkeesian geworden. Du stellst einen unerreichbaren und absolut bescheuerten Standard auf und beschwerst dich dann, dass niemand diesen Standard erreichen kann. Es stimmt, die wenigsten Menschen haben all diese Eigenschaften. Aber es gibt verdammt viele Menschen, die einen Großteil dieser Eigenschaften aufweisen. Und nur weil du zu leer und kalt im Inneren bist, um irgendetwas wie Glück oder Liebe empfinden zu können, heißt das nicht, dass andere Menschen genauso herzlos sind wie du. Das ist bedauerlich, wirklich bedauerlich. Ja, Thomas, das finde ich auch. Ich finde es auch bedauerlich, dass du ein widerlicher, unbeschnittener, schweinefleischessender, götzenanbetender Kuhfarbastard bist. Und darum nach deinen eigenen Standards jeder gläubige Muslim nicht nur das Recht, sondern die heilige Pflicht hat, dich zu töten. Vielleicht solltest du deine Standards überdenken, wenn nicht aus Nächstenliebe, dann wenigstens aus Selbsterhalt.